Was geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Folge Road to Commander. Die Aktion mit TryHard Plus läuft noch. Der 20% Rabattcode RTC. Ja, würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Checkt die Seite mal ab und schreibt mir, wie ihr ihn findet, Leute. Das ist jetzt hier Eistee Pfirsich, die kleine Dose. Und checkt das auf jeden Fall ab. Ich mache Werbung aus und Sweezy ist mit dabei. Wie geht's dir? Hallo. Super. Let's go. Let's go. So, also Freunde, wir gehen rein. Ich muss, glaube ich, Sweezy noch ein bisschen leiser machen, weil das hier immer ein bisschen so... So, letztes Mal war es ganz schön laut eingestellt. So, gucken wir mal, wie es jetzt hier läuft. Leute, ihr glaubt nicht, wir hatten ganz kurz die Hoffnung, eine Triple-Nuklear-Lobby zu haben. Oh mein Gott, mir wurde so die Ehre genommen, Digga. Er hat mir alles genommen. Das sah so schön aus. Heute auch nicht eingespielt, Leute. Scheiß drauf. Bringt eh nichts, ob man sich einspielt oder nicht. Ist sowieso nur Lobby-abhängig, das Spiel. Da braucht man sich nicht mehr einspielen. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Oh, Schokolade. Der eine ist so ein Bob, Digga. Der kann nichts. Der hat schon Drohne, Digga, der Gegner. Der ist der Typ gestorben, der ist wie nicht, glaubst nicht, ey. Okay, die kommen jetzt von hier. Eine ist AFK im Spawn. Drohne. Okay. Boah, der eine sweatet aber richtig krass, Digga, da im Nachbarhaus da. Hier sind ein paar AFK, Digga. Der war nicht mal AFK, lol. Ich weiß nicht, ob der Typ. Hackt der Typ oder. Der weiß irgendwie. Ich glaube, der sweatet einfach nur. Digga, wie er los musste, gerade krass. Er sniped mich. Das C4 hat eine Sekunde zu lang gebraucht. Den habe ich. Okay. Jetzt kommt die hier. Okay, Sweezy, du hast da eh. Dann kann ich jetzt hier durchlaufen. Ich bin einfach. Ich habe da gar nichts, Digga. Nein, ich bin einfach kurz vor Nuklear gestorben jetzt in einer Folge neulich. Richtig belastend. Ich bin mit dem Stuhl noch runter. So, jetzt bin ich erst in Zockerposition. Jetzt geht's erst richtig rund. Nein, Spaß. Hallöchen. So. Oh, in der Mitte. Leute, ich finde übrigens krass, dass einige von euch das so richtig als Ritual genutzt haben, jetzt hier das RTC, und sich jeden Tag die Folge reinziehen. Ist einfach ein geiles Community-Gefühl gerade, muss man sagen, weil das hatte ich lange nicht mehr so, dass wir einfach machen, worauf wir Bock haben, ohne irgendwie, einfach unter uns quasi, unter uns, die noch das Spiel sehen wollen. Schon chillig. What? Ich hatte den gar nicht gesehen, den Typen, Alter. Digga, das ist schon... Für TDM ist es schon nicht so angenehm. Ja, ist halt echt so. Im Vergleich zu dieser Express-Lobby da gegen die Noobs. Digga, dieser Toy, Digga, der Typ zerstört mich komplett. Digga, alle sind in der Mitte drüben. Ich brauche ein C4 reinschmeißen. Jetzt habe ich High Ground, Kappa. Jetzt habe ich ihn schön. Nein, Mann! Ich werde so gesniped, ey. Boah, ich hätte so gerne die Lobby von eben gespielt. Digga, ich würde dafür Geld bezahlen. Ah, er spielt Shotgun. Mann, Digga, ich werde komplett zerstört. Ich würde ohne Scheiß Geld zahlen. Das ja, für eine gute Lobby, Digga. Ich würde für eine gute Multi-Lobby würde ich jetzt Geld zahlen. Ich weiß. Aber es lohnt sich für den Spaß, den du dann da hast. Lohnt sich komplett. Digga, ich hatte am Anfang so eine nice KD, ich meine, ich habe wahrscheinlich immer noch fast eine 4er KD im RTC, aber ganz am Anfang war es richtig nice, aber jetzt, keine Ahnung, ey. Die letzten Folgen sind kritisch geworden mit Gameplay. Das Ding ist, Leute, die Lobbys werden auch immer schlimmer, seit ich wieder Videos mache. Ich hätte das ganze RTC vorproduzieren müssen, dann hätte ich nie auf euch eingehen können, das wäre halt auch scheiße. Digga, als ob du dich umdrehst, was ist los mit dem, ey? Das Ding ist, die Leute geiern auch voll drauf, haben wir ja gerade in der Lobby gesehen. Ja, die haben so Jage Marcel, also ich hab's ja auch aus Spaß drin, aber die haben's halt, bei die meint's halt leider ernst. Haben's dann auch drin stehen und so. Links oder rechts? Links. Der Typ hat eine Konterdrohne. Da oben ist einer, okay, der ist durchgezogen. Guck mal, er drückt... Das war der Sniper mit der Konterdrohne. Spielverderber gedrückt, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Hä, wo campt er denn? So, warte, ich muss mal kurz chillen. Ich glaube, hier habe ich was gehört. So, ich bin Road to Orbi. Ich weiß aber halt nicht. Hast du denn, ja? Die Konterdrohne ist halt gerade wirklich belastend. Okay, guckst du da? Okay, dann guck ich Lambo. Bist du down? Nee. Nee, nee, die Spawn, die sind da hinten im Spawn, Digga. Drei Stück. Ich komme von der anderen Seite. Ah, da ist ein Sweater, pass auf. Ey, ist noch Sweater, aber der läuft weiter durch. Ist noch ein Sweater reingekommen, Braxter. Geil, Digga, ich freue mich schon auf ihn.
So, gucken, ob der gute alte Marcel noch in der Lage ist, den Jungs jetzt hier in EMP zu drücken. Die Openstairs sehe ich jetzt gerade keinen. Ich bin 1-2 Orbi. Hier sind zwei, ja, pass auf, sind zwei Leute drin. Okay, okay, ich mach safe, ich spiel safe. Ich spiel richtig safe gerade, Digga. Das Spiel ist so gleich vorbei in 5 Kills, aber egal. Egal, ich will das noch. Ja, Aufzeit, man hat den Orbi einmal. Nein, Digga, Breaks. Ja, Digga, man darf einfach nicht so spielen. Ja, sogar noch über eine Zweierquote rausgeholt, hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Road to Level 42. Digga, was? Digga, wie? Alter, das war, ey, also es war natürlich kein Hack oder so, aber Leute, das sah schon belastend aus, ey. Wir schaffen nicht mal die zwei Kills zu machen. Geht nicht. Ach Mann, Alter. Das einfach, fühlt sich an wie Herrschaft, Gefühl von den Gegnern. Der Braxer ist gedashboardet, Digga. Gedashboardet im Team Deathmatch 2019. Digga, du hast einfach 31 Kills, ich habe nur 19, ey. Ich glaube, das liegt... Ich kann nicht immer das Kill-Duell verlieren, Digga. Arsch, liegt, das ist irgendwas schlecht. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich einfach zu wenig Triad Plus getrunken habe. Kann man nichts machen. Ja. Geht nicht. So, Freunde. Weiter geht's. Es kommt ja COD auf dem Handy raus, hast du mitbekommen? Wirklich? Ja, ja. Also mit Hijacked und so. Wirklich? Ja. Call of Duty Mobile heißt das, glaube ich, keine Ahnung. Lol, boah, Digga. Digga. Da habe ich auch nochmal Bock drauf. Ja, ist es ein Prank, Digga. Nimmst mir die Ehre. Nein, nein, wirklich. Fanto hat sogar ein Video hochgeladen dazu. Was ich hier vorhin gesagt habe, war im Übrigen auch ein Prank. Na, Spaß. Boah. Ich hätte meine PS3 jetzt ausgemacht und wäre zum Dings hier Bahnhof gerannt. Wirklich. Ja, shit. Mach mal Slums, Digga. Was ist los mit dir? Ja, Zufall wäre eigentlich auch nice. Ja, Digga, Aftermath, oder? The Real Infinity. Ich spuck ihm ins Gesicht. Rapu. Was hat er? Ich glaube, es wird jetzt erstmal Zeit für eine Runde G-Com mit Feuermodus, die habe ich für mich entdeckt. Hokus Pokus Abfuck-Modus. Welcher hat das drin? Ja, wer denn wohl? Ah, Infinity natürlich. Alter, das kann man kaum lesen, Digga. Ja, kann man auch nicht. Bei mir ich konnte das bei mir nicht lesen, weil meine Playsee ist vielleicht zu dunkel eingestellt oder so. Hokus Pokus Abfuck-Modus, Alter. Wie kann man nur so ein geiler Typ sein wie der? Ach, Freunde, ihr kennt das doch. So, ich spiele halt einfach immer Skahar-Schalldämpfer. Ja, ich auch, aber... Ach ja, komm, gönnen wir uns nochmal die Runde auch. Ist halt einfach zu OP. Okay, wir machen inoffizielles Kill-Duell, okay? Mhm. Okay. Aber jede Runde ist inoffizielles Kill-Duell, deswegen... Ja, ich weiß. Man braucht's gar nicht sagen. Wir spielen einfach ganz normal. Du bist so geholt, jetzt gesniped, Collateral. Easy. Mein Gott, er kommt mit Shotgun. Oh ja. Gott. Hätte ich jetzt ein C4, der Typ wäre sowas von gegrillt. Digga, der macht so ist einer. Elsat. Er trifft mich, Mann! Ach, ey, Digga, ich hab in einer Folge neulich gegen den... Ich hatte die beste Multi-Lobby überhaupt. Ich hab gegen den KSG-Meister gespielt. Er hat jeden Schuss getroffen, Digga. Hinter dir war einfach ein Gegner. Hat dich einfach nicht gejuckt. Nee, nee. Ja, ich hab's gar nicht... Hä, wo ist der? Nein! Nein, das gibt's! Ey, das ist eine Szene, das ist wirklich, das kannst du keinem erzählen, dass da die letzte Kugel gefehlt hat, Alter. Eieiei. Ey, das war wirklich, also das war wieder mal unglaublich. Nein, so Timing. Drohne. Jetzt hab ich ihn. Der eine wirft immer Semtex, Digga. Er denkt competitive. Ja. Zack. Der Gegner hinter dir, der juckt dich einfach gar nicht, Digga. Ja, Digga, dann. Oh, ich hab Orbi. Der Pelé-Boy hat Orbi, der Ehrenmann. Digga, der eine wirft immer Semtex. Er wird mich noch einmal stacken, ich spür das gerade. Digga, der Typ rasiert dir ja komplett. Ja, lass ihn einladen. Wäre mir eine Ehre, mit ihm zu spielen, Digga. Wahrscheinlich will er mich gar nicht annehmen, wenn ich ihn adde. Nein, KSG-Meister wieder. Okay. Oh, Flash, ne. Ja, mit so derselben Text, Digga. Er meint es so ernst. Ja, meine Jalousien fahren wieder hoch, obwohl es nicht regnet und nicht windig ist. Ach, oh doch, es regnet. Okay, never mind. Fahren die immer hoch, wenn es regnet?
Ja. Können Sie da nicht mehr runterfahren? Nee. Krass. Na, ich würde umziehen. Ich war ein, zwei Orbi, hättest du mir einfach gelassen, hätte ich Orbi. Hier ist eine Drohne. Hast du den geholt drin? Nee, Lass mich den hier keine holen. Money mehr. Hey, wo ist der Typ? Okay, Orbi habe ich. Maschine. Bester deutscher Spieler. Ist noch untertrieben. Boah, wobei draußen ist gerade so eine geile Color Correction. Das war schon nice, dass es hochgefahren ist. Digga, der Typ mit seiner Semtex. Digga, ich will noch nur ein EMP drücken. Aha. Der Typ mit seiner Semtex. Er flasht mich nochmal. Taktikmaske ist halt so big, ne? Ja, ich hab's nicht drin. Echt Aber nicht? merke ich. Nee. Ich werd die ganze Zeit geflasht. Lol, der Teammate, wie er mit ihm gestealt hat. Ich glaube, wir verlieren das Killduell leider gegen diesen Random. Ja, habe ich auch gerade schon gesehen. Kann man nichts machen, Digga. Ist Pele-Boy. Ist halt der Beste. Digga, die werfen alles gerade. Was ist das? Digga, was macht er denn im Spawn? Mein Gott, Digga, ich habe dreimal Glück gehabt, die sind hintereinander, ohne Scheiß. Pele-Boy hat alles wieder am Start. Oh mein Gott, Digga. Ja, Digga, guck dir. Pele-Boy war halt besser, Er Digga. war der Beste. Guck dir bitte mal die Szene an, Digga. Das ist so eine Szene, da stirbt man, obwohl es lächerlich ist. Guck mal, ich weiß erst rechts um, ich weiß es. So, da ist er eigentlich schon fast tot. Und jetzt, pass auf. Ja, alles klar. Aber da hat er Ey, den muss Sprung das noch an. kassiert. Na gut, so. Ja, okay, Digga. Easy. Aber KD-Duell habe ich gegen dich gewonnen. Aber natürlich auch nicht gegen Pele-Boy. Da Ding ist. nicht, Digga. Gegen, der ist einfach der beste deutsche Spieler. Man kann halt nichts machen, Digga. Immer noch nicht Level 42. Ja, moin. Ich hab so Respekt vor Pele-Boy. Ich guck mir seine Stats an. 3er KD. Ich glaube, er hat sogar Legit-Stats. Das Ding ist, er sieht gar nicht so aus wie so ein Sweater, Mann. Ne, ist auch so. Ich hatte mir überlegt, wir können Hardcore spielen, Digga. Weil das macht manchmal Hardcore. echt Spaß. Dann müssen wir uns einfach Dingens einpacken. Guck mal, warte. Was brauchen wir denn? Drohne. Also auf jeden Fall braucht man kein EMP. Also man kann zum Beispiel machen, was weiß ich. Ne, ich meine Klasse, Ach nicht so. Streaks. Da hat man doch immer ein bisschen anders gespielt. Ach so, ja, M27 hat man gespielt. Weil die killt auch, halt auch sofort. Ich mach mal so. Genau, M27. Brauchst du keine Magazinerweiterung, weil du brauchst eh nur immer eine Na, Kugel. stimmt. Kugelweste braucht man, weil dann überlebt man eine Explosion, sonst nicht. Ja, sonst halt Taktikmaske tue ich noch rein. Ja, C4 und eine Zweitwaffe habe ich jetzt drin. Wobei brauche ich das hier? Ja, doch, Zähigkeit braucht man auf jeden Fall auch. Manche sagen halt, man braucht es nicht, aber ganz ehrlich, ich finde es schon besser. Wobei ich könnte Na, noch. ich habe meine Klasse. Ja, ich auch. Okay, komm, machen wir, gucken wir mal. Wenn man halt Orbi hat, macht Hardcore halt mehr Spaß als alles andere im Leben, ne? Ja, im Spawn hinten. Ne. Da habe ich von Pain, glaube ich, damals auf dieser Schneemap im BO3 habe ich Ja, eine Triple gemacht. genau an das habe ich auch gedacht. Ja, Digga. Der gute alte Pain. I'm Rail. Er ist nicht nachgejoint. Er ist gerade zufällig in die Hardcore-TDM-Lobbys gekommen. Oder? Man weiß es nicht, Digga. Okay, doch, das Noob. Ich dachte schon. TDM-Lobbys, Hardcore-Lobbys sehen eh immer nicht so gut aus. Lass mal Overflow auf Safe. Ich kann nicht glauben, dass Red seine Triple auf Overflow hatte, Digga. Die Map hat so keinen Sinn gemacht. Die war auch so knapp, Digga. Boah, dieser Splitscreener. Der ist so schlecht. Kurz Camo zurückgeschrieben. So. Gut, ja, die Lobby sieht ganz stabil aus, muss man sagen. Jetzt, wenn wir Orbi halten, Digga, aber Drohne allein macht schon ultra Spaß. Also Drohne macht Spaß. Hardliner hast du auch hoffentlich drin, also ich hab's drin. Nee. Digga, spielst du normal nie mit Hardliner? Ich spiel immer mit Hardliner. Nee, brauche ich nicht. Ey, Digga, ich hätte im Übrigen beim Auto abgeben. Ich weiß, Leute, für euch ist das schon ein bisschen her, bei mir ist es aber relativ frisch. Ich hätte fast das Wimka-Ding vergessen, Alter. Ich hab das Hast in du der im letzten Auto stecken Sekunde, oder was? ja, hab ich's noch mit Schnellziehen rausgezogen und hab's dann.
Benutzt du das noch? Ja, Digga, ich führe es auch. Aber du musst du es machen oder nicht? Ich glaube ja. Also nicht für, also nee, aber nur für Steuern, nicht für. Oh mein Gott, Digga, okay, lass mal jetzt nicht über so einen Scheiß reden, sondern es geht ums Wichtigste im Leben und zwar Call of Duty. Let's go. Man braucht erstmal Drohne, ohne Drohne ist man selber geliefert. Geliefert, Digga. Digga! Sorry. Teammate. Ich hätte dich so fast abgeschossen. Drüben. Digga, der eine hat richtig geschluckt, gerade 3 Kugeln. Die droppen so schnell. Ich weiß nicht, wie das möglich war gerade. Ja, wir spawnen noch hier. Geil, ich laufe hier so hin und dann sehe ich so, du spawnst da. Ey, Mann, wir brauchen eine Drohne. Ja, warte. Ich gebe gerade mein Bestes für eine Drohne. Und wo schießen die denn gerade? Digga. Eine MP-Granate kassiert, auch gut. Oh mein Gott, habe ich den weggesnackt. Okay, ich muss jetzt hier weg. Ich bin eins vor Drohne. Ich gebe mein Bestes. Hä? Von wo? Na, die Gegner haben auch eine Drohne. Ja, ich habe jetzt eine Drohne. Gut. Nice. So. Deswegen ist, ich kann die Drohne lesen im Vergleich zum Gegner. Die haben die Drohne gegeiert, ich heule gleich. Wollte ich gerade sagen, hä, so wo ist die Drohne hin? Ey, Digga, das gibt's ja nicht. Die geiern Drohnen, Digga, in Hardcore. Aber ey, ist Mann. Eigentlich echt nicht dumm, Digga. Nee, es ist schon das Schlauste, was ich hier gesehen habe. Ich hätte richtig Bock mal so ein Orbi, aber Digga, das... Ah, wir haben wieder Drohne. Ah, der wird nur zweimal scannen. Hä, wo denn? Hä, hey, Digga, da diesen... Ah, der sitzt... Oh Gott, yeah. Du Ehrenloser. Oh, Drohne. Brauch ich den weg? Nein, er holt mich. Oh, Dings ist auch richtig OP, diese... Oh, mit der Drohne, das bockt gerade schon heftig, Digga. Ja, das war's dann auch wieder mit der Drohne. Ich hab wieder eine. Maschine. Man muss eigentlich nur Drohne mitnehmen. Boah, ich habe so mein Leben riskiert. Scheiß auf dich, ich geh die hier holen. Ah. Mann, der Typ mit seiner MG da, QBL, keine Ahnung wie die heißt. QBBLSW? Genau. Ist aber echt die schlechte Waffe im Spiel normalerweise. Ich hab die noch nicht mal ausgepackt. Ich spiel die ganze Zeit damit. Ja, hier muss er mir ja nur einen Schuss geben. Die Feuerrate ist halt hoch. Ja, stimmt schon. Wobei, es ging so, es hat sogar Spaß gemacht damit zu spielen. Das sind 3 Gegner. Ich hab so erhofft, dass wir so übel abgeben. Ich hab gleich Orbi, Digga. Ich hab gleich Orbi. Ich hab gleich Orbi. So, jetzt bin ich 1 vor Orbi, Digga. Ich mach kurz Blitzschlag. Ah, okay, die sind da hinten. Okay, warte. Ah, nice, nice. Och, Digga, Veronika. Ich hab Orbi. Nice. Mein Gott, Digga, wie ich ihn angesprungen hab. Wie steht's denn? Punkten? Na, okay, nee, die Nuklear werde ich wohl nicht mehr schaffen. Aha. Mein Bruder. Was? Er schluckt. Mein Gott, Digga, das macht richtig. Das macht richtig Bock gerade. Ohne Konter. Oh mein Gott, Digga, mit Orbi ist das so heftig. Mein Gott, ein Skrupellos. Nein, Digga, eine Claymore holt mich. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Campt er immer noch hier? Und wie er da sitzt, Alter. Ja, ich müsste, glaube ich, auch gleich haben, er sagt, aber ich sehe es halt nicht. Er sagt, bestätigt, 3 Feinde ausgeschaltet. Ich gucke in Killfeed, einer war absolut ein Teammate. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Aber er sagt so, 3 Feinde ausgeschaltet. Wie kannst du denn sehen, wann du vor Orbi bist? Hast du mitgezählt? Ja, ich hatte ja Blitzschlag dazwischen, da kann man es ganz gut abschätzen. Blitzschlag ist noch so ja, eins. Nein, ich bin down. Digga, es macht schon Spaß. Rechts einer. Ja. Ist der down hier? Ja. Digga, wie hast du... Achso, okay. Du hast auch Blitzschlag-Kills gemacht. Ich habe noch nicht aufs Scoreboard geguckt. Ich weiß nicht, wie viel... Oh ja, die Runde war nice. Die war richtig gut. Ja, ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, lasst ein Like da. Die Hardcore-Runde war sehr erfolgreich. 31-4, krass. Hätte ich nicht mit gerechnet. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.